Hey, ha, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge hatten wir gar keine Ahnung, wie es weitergeht und ich war total stuck. Aber jetzt unserem neuen Buddy, dem Greifbeetle, können wir weiter. Denn mit ihm kann man sowas wie Bomben tragen. Und dann kann man diese Bomben schön auf seine Gegner fallen lassen. Obwohl, warte, lass mal los. Ich glaube, jetzt kann ich schon durch. Renn. Nee. Nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber das ist dieses ganze Gebiet hier. Die ganze Zeit Trial and Error. Ja, ich muss wirklich sagen, bisher gefällt mir das Gebiet sogar noch weniger als das letzte. Und das letzte war schon echt schwierig. Also, ich habe Angst. Das erste Gebiet fand ich noch ganz nett, auch wenn das auch schon nicht ganz so einfach war. Ich weiß nicht, ich sag einfach, dass das nicht so meine Art von Spiel ist, das habe ich ja schon öfter gesagt, aber vielleicht sind auch die ersten Gebiete einfach schwach und die nächsten werden besser. Wer weiß, wir werden sehen. Aber diese Passage ist echt nervig auf jeden Fall. Okay. Wo will ich lang? Ich glaube, ich möchte hier lang. Deshalb. Moment. Da komme ich doch gar nicht hin. Das reicht doch gar nicht. Nee. Oh Gott, warum guckst du nach unten? Link, was ist los mit dir, Bruder? Okay, das ist wunderschön hier. Nicht nur können wir hier eine Libelle fangen, wenn man gut ist, sondern wir können hier auch ganz schön Herzen holen. Oder Rubine anscheinend gibt es ja auch. Okay. Oh, Libelle. Komm schön, komm her, bitte, nein! Hab ich nur getrollt. Okay, Moment. Bombe auf ihn schmeißen, das geht nämlich auch genauso wie die Greifer. So, das sollte auch funktionieren, zack. Oh, zu spät, okay, wisst ihr was, ich mach den Greifer, der ist einfacher. Und geht schneller. Muss ich da schnell da oben? Ah, Collisions, Alter. Collisions. Hitboxes. Wo bist du? Da bist du! Diese blöde Libelle, ne? Ah! Dieses Spiel! Jetzt. Komm schon. Explodier! Das war so klar, dass du es machen würdest. Und rauf da! Bam! Endlich! Boah, das hat echt noch eine extra Minute gedauert, das Ganze. Aber es hat jetzt geklappt. Jetzt können wir mit dem rüber riden. Ganzen Weg. Gibt es hier irgendwas? Da hinten scheint nichts mehr zu sein. Einfach da lang, oder? Karte. Karte sagt, hier gibt es ein. Moment. Karte sagt, hier gibt es ein Gebiet. Ja, sieht man nicht, aber ich steuere die ganze Zeit so hin und her. Genau. Okay, abspringen. Und das Ding geht kaputt. Ja, ist kaputt gegangen. Ah, oh, nicht du schon wieder. Nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ciao! Tschüssi! Man sieht sich hoffentlich nie wieder. Noch da. Ha. Ha. Oh, okay. Okay, da ist ein neues Gebiet, aber hier gibt es doch was ganz anderes. Kann ich da überhaupt lang? Oder muss ich das. Ist das für später oder so? Alles seltsam. Nee, das für später. Aber ich kann zumindest die Abkürzung schon mal schaffen. Und das mache ich auch. Abkürzungen sind immer schön. Sind immer schön. Schön sind die sogar. Zack. Boom. Blablablam, blam. Wunderschön. Wunderbar. Ich kann das jetzt sogar speichern gehen, wenn ich Bock habe. Okay. Dann auf in das nächste Gebiet. Dann müssen wir diese Ranell-Wüste erstmal
liegen lassen. Also zumindest sieht das hier so. Sieht das hier so aus, als wäre hier mal ein neues Gebiet. Wir kommen ja auch jetzt hier in die Richtung, von daher. Es sieht so aus. Ja. Und wo kommen wir da hin? Tempel der Zeit? Das hört sich ja sehr wichtig an. Eieiei, schaut euch das mal an. Einfach das Legend of Zelda Logo. Das ist sehr heftig. Und nochmals speichern. Die sind aber alle sehr nah aneinander, ne? Ja, komm, speicher, schnell. Blam, blam, blam. Komm, egal. Zack. Okay. Mhm. Okay, das Gebiet hier, das hier in der Ecke in der Wüste Ranel, das hier ist Tempel der Zeit. Okay, alles klar. War das... Das ist dumm, oder? Das wird dumm sein, deshalb lasse ich das. Libelle Nummer 2, Libelle Nummer 2! Bitte! Oh, ich hab's nicht mit Libellen. Okay, hier ist jemand tot, aber der wird wahrscheinlich wieder belebt. Wenn wir einen Kristall abschießen können. Beleben wir den fallen Herr doch mal wieder, wenn ich aimen könnte. Jetzt. Scheiße, ich habe keine Dekonüsse mehr. Jetzt wird wahrscheinlich in die Brücke leben, oder? Ja. Einfach so ploppt sie auf. Also so meine ich das eigentlich nicht. Aber passt schon. Passt. So. Ciao. Blob. Moment. Gib mir mal bitte. Die Libelle! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 nein! Ah! Scheiße. Okay, egal. Kriegt halt keine Libellen. Auch nicht schlimm. Okay, Moment. Bevor wir da jetzt weitergehen, können wir hier noch lang. Oh, oh, oh. Nein. Lass mich in Ruhe. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Das ist ein Rückweg. Okay, Spiel, hab ich auch verstanden. Und. Oh, weiter geht der nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ich denke mal nicht, dass er nach links soll. Oh, doch, warte. Ist hier noch irgendwo ein Kristall? Da oben! Da oben ist einer. Beetle, den kriegst du. Los, Beetle, los, Beetle, go, go, go. Du kriegst das hin. Yo, yo, yo. Los, Beetle, go. Kapow. Yeah. Aber der andere wird deaktiviert. Okay. Okay. Helfen tut das jetzt aber auch überhaupt nicht. Ist hier noch ein anderer? Da oben, oder? Ist das einer? Da leuchtet so. Seht ihr das? Kann ich mich da durchsqueezen und dann irgendwas erreichen oder so? Doch, das ist einer, das ist einer. Moment, 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 Moment. Vielleicht von oben rein. Da oben, wo der Rubin ist, vielleicht kann man da hinein. Ja, kann man, kann man, kann man. Okay, runter, runter. Nein, 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 nein. Verdammt, das ist nicht einfach. Okay, erstmal nach, vor allem die Steuerung ist kacke. Erstmal nach ganz oben. Und dann. Na ganz unten, sofort. Los, 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 los. Nein! Muss ich eine Bombe mitnehmen? Oh. Ja, muss ich. Okay. Das macht's viel einfacher mit einer Bombe. Okay. Hätte ich das früher rausgefunden, dann. Hätte ich das früher rausgefunden, lol. Okay, komm. Mhm. Mhm. Und los! Yeah! Alles fängt an zu leben. Denn in der Vergangenheit war alles noch nicht so scheiße. Falls man das so sagen kann. Okay. Ja, rein da. Hier lebten mal Bäume. Oh, und auch ekelhafte Viecher. Easy. Aua. Nein! Was? Ach, ich muss das Ding abschießen. Ich habe aber noch einen einzigen. Lass mich doch rein. Hallo. Ich habe aber noch ein einziges hier. Okay, das muss jetzt funktionieren. Hat nicht funktioniert!
Aber das hat funktioniert. Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, das Ding war mittendrin in der Cutscene. Okay, komm. Ja, rein da. Und jetzt ganz durch. Oben sind noch einzelne Rubine, die kann man sich mit dem Greifer holen, aber gar keinen Bock. Muss nicht sein. Lohnt sich auch nicht. Okay, und da wären wir, glaube ich. Oh. Oh nein, Octo. Octo ist wieder. Bam. Ich habe gelernt von letztem Mal, ja. Denkt nicht, ihr könnt mich jetzt diesmal austricksen. Ich trickse euch aus. Ha. Got him. Bonk. Oh, das macht so Bock, die einfach wegzukicken. Jetzt, wo ich das endlich drauf hab. Der war aber vorhin nicht da, oder? Als ich hier stand, ist er noch nicht gespawnt. Oder? Na, wie auch immer. Da ist ein Freund. Kennen wir dich? Bist du der, den wir kennen? Oh, so trifft man sich wieder. Ja, es ist Marugo. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dich trifft man wirklich an den verrücktesten Orten. Aber hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Dies ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren so ganz so, wie sie die alten Schriften schilderten. Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen, aber da gab es eine Explosion. Und das Resultat, siehst du ja, jetzt kommt hier einfach keiner mehr durch. Und dabei wüsste ich nur zu gerne, was sie da gesucht haben. Glaubt ihr, Zelda war da? Moment. Was heißt ihr, glaubt ihr, Zelda war da? Zelda war da. Guckt euch das an. Zelda war da. Ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das war Zelda. Und hier kann unser Beetle kurz helfen. Und da oben den Stein will ich auch noch gerne mitbekommen. Bonk. Mhm. Kapidum-badabam. Die Blume und rein da. Hi, das ist mies, dass du davor stehst. Kann ich die nicht wegschieben? Ne? Das ist blöd. Dann komme ich da gar nicht lang. Dann bringt mir das da rein gar nichts, ne? Nee, gar nichts. Bringt es mir irgendwas, das wieder weg, das wieder auszumachen? Eigentlich ja nicht, oder? Nee. Kann ich da irgendwas mit den Steinen anfangen? Bestimmt, oder? Doch, warte, das probiere ich jetzt aus. Da ist bestimmt auch nochmal so ein Schalter, so ein Kristall. Locker. Locker ist da einer. Bam! Okay, da jetzt vielleicht nicht. Da war jetzt nur ein blauer Rubin, den ich aber gerne hätte. Dankeschön. Das sind doch Krüge. Krüge, ja. So, beim anderen Stein muss aber jetzt was sein. Komm schon. Und zack. Mhm. Mhm. Und jetzt? Ja, einfach komm. Komm, bitte, du machst das. Du machst das schon. Bum, zack, bum, bam. Yeah. Oh, oh, der Arme, er hat Angst. Helfen wir ihm. Kommt her, kommt her. Und die wissen, dass sie da sterben. Autsch. Okay, deren Schilder darf ich auf jeden Fall nicht treffen. Und macht trotzdem noch exakt das Gleiche. Alter. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Hilfe. Ja, lass mich in Ruhe, ich muss kämpfen. Bam! Alter! Bro! Bam! Einen habe ich. Herz, danke. Und den anderen habe ich auch noch bekommen. Puh, knappes Ding, du. Knappes Ding. Alles gut, mein Kleiner. Du bist sicher jetzt. Uff, das war knapp. Psst. Danke für deine Hilfe. Dies ist der Tempel der Zeit. An diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf.
Wir halten die Umgebung des Tempels sauber. Zum Zeitportal gelangst du durch das Tor. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg. Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Ramel-Steinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Da müssen wir hin. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. What? LOL. So sah es früher aus. Jetzt ist nämlich alles grün. Das Ramel-Steinwerk ist da vorne. Geile Animation. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Oh, was denn? Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Nein! Was? Darauf bist du auch gekommen? Boah, du bist echt schlau. Nein, warte, nein, 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 stopp! Ja, das passiert nämlich. Ich muss erstmal das Ding wieder abschießen. Mit geiler Steuerung. Man muss irgendwie gefühlt alle 5 Sekunden hier auf Y drücken, damit die Motion Controls erkennen. Okay, jetzt können wir doch auch. Mhm. Schön. Lass mich los. Nein, nein, ich will da. Ich will da landen. Kann ich da nicht landen? Da muss ich doch landen können irgendwie. Kann ich nicht anhalten oder abspringen oder so? Irgendwas? Los, los, irgendwas. Komm, du machst ihn kaputt. Bam. Nee. Geht irgendwie nicht. Ist ja voll mies. Wie willst du das denn dann schaffen? Oder kann ich das aimen dahin? Nee, das geht überhaupt nicht. Hä? Wie soll man das schaffen? Na gut, dann müssen wir den auch noch nachholen, denke ich. Dann ist das wohl so. Na gut. Jo. Boah. Ja, schon wieder. Ach so, stimmt. Bonk. Bis weg. Und da ist der nächste. Tschüss. Oh. Nice, danke. Das ist die Abkürzung, ne? Ja, das ist der Weg wieder zurück. Nein, ich wollte schon. Ja. Machen wir das mal. Ich denke, das ist eine gute Idee. Komm, komm, komm. Bam! So, dann kommen wir da schon mal rüber. Der wird zwar nerven, aber nichts, was mein trusty old sword nicht regeln kann. Hä? Ey! Ey, das ist unfair! Der hat mich gespawnt, Kerl! Der blöde Pisser! Ah! Meine Güte! Gehen diese Elektroviecher auf den Sack. Okay. Jetzt auch das Ding da drüben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm, komm. Ja, komm, ja fein. Ja gut, guter Beetle. Saubere Arbeit. Marat. Nee, was? Das bringt mich nur ganz zurück. Das bringt sonst gar nichts. Okay, nee, da will ich nicht lang. Alles gut, okay. Ich wollte nur gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Hier gab es nur was zum Einsammeln. Collectible, whatever. Okay, fahren wir wieder zurück. Komm, let's go. Was heißt zurück? Wir fahren jetzt hierhin. In dieses Gebiet. Ja, hoffentlich kriegen wir mal bald einen klaren Faden. Vielleicht nochmal einen Dungeon oder so. Ich weiß ja nicht, wie lange das Gebiet hier noch gehen wird. Aber ich hoffe mal nicht mehr allzu lange. Hup. Nice. Okay. Geht das wieder los? Da hinten sind nur Libellen, oder? Ich hoffe es. Okay, es sieht nur so aus, als wären da nur Libellen. Okay. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Ich lasse mal einfach Libellen sein. Lass die Libellen Libellen sein. Ja, der nervt jetzt. Einfach ignorieren. Hä?
Ich bin mitten im Treibsturm, was willst du? Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Ja, beeil dich, los! Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, die Karte zu konsultieren. Oh! An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle, Signallichter auf der Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Oh, danke. Okay. Alles klar, das macht's einfacher. Ja, das ist schön, das macht's einfacher. Alright, das ist gut. In die Richtung? Moment. Wo führt mich das hin? Okay, da kann ich einfach drüber laufen. Hier ist kein Treibsand, da kann man einfach drüber laufen. Na gut, ne? Wenn das so einfach gemacht wird hier, dann nehme ich die mir auch mal mit. Jetzt. Da! Ja! Ja, ich hab zwei! Ich hab zwei! Yeah, okay. Moment, Karte. Blopp. Nein. Nein! Karte! Nein. Gott, Steuerung ist ein bisschen komisch auf der Karte. Da kann ich nicht mehr laufen. So, da kann ich... Achso, doch, da ist eine Wand. Okay. Na gut. Ich kann aber auch casually einfach rumstehen und latschen. Okay, das ist auch gut, sehr gut zu wissen. Und hier ist es schon. Aber ich wusste schon, dass wir hier nochmal hinkommen in dieses Gebiet. Deshalb würde ich sagen, gucken wir uns erstmal um, bevor wir irgendwas machen. Okay, das ist sowieso gerade dead. Ist das ein Schlüsselloch oder was ist das hier? Kommt man hier weiter? Muss ich dich irgendwie drehen oder irgendwas? Ich bin gerade verwirrt. Ah, hier ein Stuhl. Oh, setzen wir uns mal schön hin. Reden wir doch mal über unseren Tag. Wie war denn euer Tag so? Okay, ist mir egal. So. Bombis. Damit die beiden Dinger hier, ganz bei den Felsen mal weg sind. Vielleicht verstecken sie ja ein Kristall. Ich wusste es. Diesmal krieg mich das Spiel nicht. Heya! Erwecke zu leben. Doch, das ist ein Schlüssel oder so. Ein Tor oder sowas. Oh, oh nein. Oh nein, 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 nein. Ah! Nein, das wollte ich nicht. Nein. Ah! Wieso müssen die auch genau hier spawnen? Hey Leute, liegt da einfach trotzdem so rum. Das ist ja lustig. Okay, außerhalb. Ja. Kann ich hier schon anlocken? Autsch. Ja, gut, dass man hier schon heilen kann. Okay. Da unten ist irgendwas gedroppt. Ja, ein Herz, okay. Nicht so wichtig. Ich kann mich ja einfach hier heilen. Und hier ist es sogar sehr schnell zum Heilen. 5 Sekunden warten, du bist voll. Das ist echt nice. Okay. Also, vorher mochte ich dieses Gebiet überhaupt nicht, aber jetzt ist es erträglich, ja. Jetzt ist es erträglich. Vielleicht wird es sogar noch spaßig. Wer weiß, wer weiß. Von da kam ich, ne? Ja, aber da kann man graben. Und graben mag ich ja gerne. Also komm, graben wir und gucken, ob wir was Geiles finden. Ohne dass er uns abschießt, hoffentlich. Weg, 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 weg. Okay, gut, hat nicht getroffen. Da war eine Rubine, okay, egal. Hä? Link, entspann dich. Muss dich nicht so aufregen hier. Ich kann 15 Bomben tragen, ne? Ja, 15. Ja, hallo. Link! Steuerung. Ihr kennt's. Was sehen meine Äuglein denn da? Ein Loch in der Wand? Kann man das vielleicht wegsprengen? Ja, kann man! Eine Secret-Höhle! Wohin führt sie denn? What? Okay, kleines Zwischen-Dungeon-Gebiet. Okay. Was kann ich denn damit machen? Werfen. Werfen? Was machen die dann? Einfach rollen. Einfach Damage machen oder was? Okay, was muss ich denn hier machen? Muss ich einfach nach drüben rennen? Oh, warte, auf die Karte schauen wahrscheinlich, oder? Karte sagt dann, wo Treibsand ist und wo nicht. Ja.
Moment, Moment. Hallo. Die Karte manchmal. Ich kann nicht reinzoomen, das ist blöd. Okay, also hier rechts ist safe. Du bist nicht safe. Aua. Nee, Moment. Ach so, das sehe ich hier doch auch. Ach so, nee, ich meinte eigentlich was anderes. Egal. Rüberrennen? Nee, das ist Treibsand. Da treibe ich. Das ist richtiges Treibsand. Aber filmen wir da kein richtiges Treibsand. Was? Die können da rüber? What? Die können da einfach drüber. Oh, ich lande sogar direkt hier. Karte. Da komme ich doch nicht lang. An manchen Orten kann ich stehen, an manchen nicht. Ich kann ich graben. Oh, nur Herzen. Naja, immerhin. Okay, ich muss irgendwo stehen, wo die mich nicht sehen. Hier zum Beispiel. Das ist gut. Bomben. Weil irgendwo unter so einem Stein muss was sein. Wette ich. Oh! Lucky! Das war echt lucky. Okay. Ja! War mir irgendwo auch klar, dass es in der Mitte sein muss. Ciao! Oh, kleine Babys. Oh. Das sind aber keine Babys. Das sind waschechte Goblins, Bro. Maul halten! So mag ich dich am meisten. Kurz wühlen. Die 5 Rubine, die dein Gehalt waren, die nehme ich mal mit, ne? Du bist jetzt sowieso tot. Bam! Und zack! Das war die Lieblingsattacke, die macht so viel Spaß. Zack, einfach drauf springen und tot. Und den soll ich vielleicht nicht mitnehmen, oder? Der macht manchmal bzz, bzz, bzz. Okay, aber die werde ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Sonst wären sie nicht hier. Backstab! Und zack! Yeah! Ich werde besser. Und das freut mich. Warum sehen die Steine aus wie Gamecube? Aber so, das sind so zwei Augen, so ein Gamecube-Kumpel. Bin das nur ich oder sehen die für euch auch so aus, so ein bisschen? Weiß er nicht. Komm, stirb jetzt. Hau ab! Hau ab jetzt! Komm, hau ab! Reicht jetzt! Okay, dann will das wahrscheinlich nicht machen, keine Ahnung. Komm, dein Gehalt will ich auch noch gerne haben. Gib mal her, du. Du hast mehr Geld verdient. Du warst wahrscheinlich besser. Okay, aber wo geht's jetzt lang? Okay, die Dinger sind jetzt nach oben geragt hier. Mhm. Ne, da komme ich nicht rüber, oder? Kann ich da rüber jumpen? Nee. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Durch das Tor zu kommen, ne? Ah, Moment. Autsch. Ich wusste, das wird passieren. Da drauf, oder? Und dann machst du bzz, bzz, bzz. Machst du bzz, bzz, bzz. Ah. Doch, das geht auf. Doch, das ist richtig, das ist richtig. Ah. Das muss man aber auch richtig timen. Los, rollen. Nein, rollen. Kann ich die nicht rollen? Komm, mach bzz, bzz. Mhm. Jetzt hab ich's. Yeah. Hab mich so ein bisschen verletzt, aber passiert auf der Arbeit. Passiert nun mal. Und nun? Oh, der Kleine war ja eingesperrt sein ganzes Leben lang. Hi Kleiner, jetzt bist du frei. Du siehst verdächtig aus. Psst. Ich bin nicht sass. Fass den Mechanismus bloß nicht an und nicht hineinstechen. Das kriegst du davon, wenn du sagst, dass ich sass aussehe! Machst du dich ganz drehen? Hä? Hab ich das gemacht? Ja, doch, lassen. So lassen. Zack. Aha. Strom ist an. Haben wir das Tor geöffnet? Strom. Okay, vielleicht haben wir jetzt das Tor geöffnet. Das könnte sein.
Okay, aber das hat jetzt mehr Spaß gemacht als der Rest. Also vielleicht wird's ab hier besser. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Denn ich glaube nicht, dass wir noch was machen können jetzt, oder? Na gut, wir können uns kurz anschauen, ob das Tor jetzt offen ist oder nicht. Also es sah jetzt schon so aus wegen der Cutscene, aber wenn ich mir jetzt nochmal anschaue, sieht ganz normal aus irgendwie. Moment, machen wir hier wieder Vergangenheit an. Da bleiben wir hoffentlich tot. Bleiben sie tot? Nee. Nur manche! Es ist so nervig. Hallo, Spiel! Was soll das? Ja, und der kriegt jetzt einen Free-Hit, weißt du? Nee. Jetzt ist er down. Jetzt habe ich auch seine Leiche aufgesammelt. Zack. Jetzt sollte hier nichts mehr passieren können. Okay. Über da. Gib mir das Herz, habe ich voll. Muss ich mich gleich nicht hinsetzen. Okay. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen. Ist das Ding offen oder nicht? Kann ich da mein Schwert reinstecken? Ja, kann ich. Und wie viel Uhr denn? Sag mir nicht, ich brauche hier eine Tresor-Kombination. Sieht aber fast so aus. Link? Weißt du zufällig noch deinen Geburtstag? Vielleicht ist das ja eine Lösung des Rätsels. Nein? Finden wir es in der nächsten Folge raus, Leute.